Wir sind auf dem Stand von Toyota Schweiz, sind Gast von Philipp Romberg, Generaldirektor Toyota Lexus Schweiz. Herr Romberg, was zeigt Toyota das Jahr am Autosalon Genf an Neuheiten? Wir zeigen das wunderschöne Automobil da hinten, der GT86, unser Sportwagen mit 200 PS, tiefster Schwerpunkt, kommt ab dem Juni das Jahr in Verkauf, wir freuen uns extrem. Wir zeigen auf der Hybridseite zeigen wir den Yaris Hybrid, wir zeigen den Prius Plus Wagon, das ist ein Prius Kombi, und wir zeigen den Prius Plug-in, wo mit einer Reichweite von 25 km rein elektrisch, also wirklich im Maßstab setzt, und auch der kommt bis im Juli in die Schweiz. Sehr gut. Wir haben also gehört, dass viele von diesen Neuheiten sind also auch in Kürze in den Toyota Centers erhältlich für den Konsument. Wo setzt ihr denn das Schwergewicht? Wir haben jetzt gehört, Sport, Umwelt, Hybrid. Wo passiert wirklich das grosse Zielprogramm von Toyota? Wir haben zwei Schwergewichte. Das erste Schwergewicht ist unsere Hybridpalette, wo wir jetzt ja fast in jedem Segment ein Angebot haben. Jawohl. Jetzt mit dem Yaris Hybrid und mit dem Prius Plug-in und mit dem Prius Plus Wagon, das ist das eine Schwergewicht, Hybridisierung von unserer Modellpalette. Das zweite Schwergewicht sind die Emotionen. Unser GT86, und da freuen wir uns sehr, da haben wir sogar, das kann ich Ihnen als Erster jetzt verraten, haben wir ein Toyota Schweiz Racing Team gegründet und gehen an Nürburgring und fahren 24-Stunden-Rennen und VLN-Rennläufe mit einem eigenen Schweizer Team. Wunderbar, wunderschön. Man hat ja lange gesagt, Toyota sei nicht mehr so im typischen Coupé-Sport drin. Was war denn jetzt die Motivation gewesen, trotzdem wieder zurückzukommen mit so einem lässigen Publikumsauto eigentlich? Ja, das ist der Kia Toyota. Der Kia Toyota hat Benzin im Blut, der will die Emotionen zurückbringen, und ich glaube, das ist ihm mit dem GT86 mehr als gelungen. Sehr gut. Toyota mit Benzin im Blut für die Sportler und andererseits mit dem Umweltformat, das klingt gut für 2012. Frau Motor wünscht viel Glück und herzlichen Dank für das kurze Interview, Herr Romberg. Merci, danke.